Lassen Sie mich beginnen mit einer kleinen Zeitreise. Einer Zeitreise ins England des 18. Jahrhunderts. Das ist die Zeit der ersten industriellen Revolution. Die Dampfmaschine wird erfunden. Und was heißt das? Stellen Sie sich vor, Sie sind damals Unternehmer und haben zum Beispiel eine Fabrik, die sonst auf manuelle Arbeitskraft gesetzt hat. Und was das heißt? Einerseits die großen Chancen, aber auch die Herausforderungen. Wenn die Arbeitsplätze jetzt durch Maschinen ersetzt. Und zu dieser Zeit gab es weitere Herausforderungen. Frauen drängten auf einmal auf den Arbeitsmarkt. Stellen Sie sich das vor, auf einmal Männer und Frauen arbeiten zusammen. Reisen wir nun ins Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Fließband wird erfunden. Das ist die Zeit der Massenproduktion, die hält Einzug in die Fabriken. Und das ist eine besondere Zeit, wenn wir uns anschauen, was für massive Veränderungen auch dort passieren. Es gibt den Telegrafen, der ermöglicht zum ersten Mal Echtzeitkommunikation. Und nicht nur über Länder, ja über Kontinente hinweg. Es gibt Autos, Flugzeuge, die Menschheit wird mobil. Und es ziehen immer mehr Menschen in die großen Städte. Und nochmal, fast 100 Jahre weiter, die Geburt des Internets. Und die digitalen Technologien halten Einzug auch in die Fabriken. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern, wie es damals war, ins Internet zu gehen. Mit diesem Modem, das macht diese lustigen Geräusche. Dann war die Leitung besetzt. Bin ich schon drin? Wusste ich nicht genau. Es ist ja in Kilobyte pro Sekunde wurde die Geschwindigkeit gemessen. Man wartete immer, dass die Seite lädt. Und alles wurde in Minuten abgerechnet. Und doch waren diese Veränderungen, auch wenn es danach eine Internetblase gab, massiv und auch nachhaltig, wie wir ja heute wissen. Dass diese technologischen Wandeln, der darauf aufbauend passiert ist, weit mehr war als nur das Internet. Und jetzt sind wir heute hier, im Jahre 2017. Wir sind inmitten der vierten industriellen Revolution. Und Experten meinen, dass diese Revolution noch viel dramatischer sein wird als all das, was wir je zuvor gesehen haben. Warum? Weil zum ersten Mal in der Geschichte die physischen und die digitalen Welten miteinander verschmelzen. Das sind massive Veränderungen, wenn wir nur daran denken. Wir haben heute früh die Slides gesehen. Virtuelle Realität. Oder künstliche Intelligenz. Wie wird sich unser Leben mit künstlicher Intelligenz verändern? Was heißt das? Die Entdeckung der Welt mit neuen Technologien durch Augmented Reality. Das ist also ein massiver Wandel. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir sind mittendrin. Und wir stehen an vorderster Front dieser Revolution und haben das Privileg, diese auch mitzugestalten. Und wie wir wissen, bei Revolutionen, die kommen vielleicht über Nacht, aber dauern manchmal viel länger. Zumindest die Auswirkungen sind oft über Jahre, über Jahrzehnte spürbar. Und wie bei jeder Revolution machen sich die Menschen Sorgen. Sie haben Angst. Sie haben Angst vor den Veränderungen. Sie haben Angst, ihren Job zu verlieren. Die Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt werden. Sie haben Angst vor den Veränderungen im Privaten, im Unternehmen, in der Gesellschaft, in der Politik. Und wir, auch bei Facebook, wissen, dass diese technologischen Herausforderungen Ängste hervorrufen, nehmen die extrem ernst. Es ist uns wichtig. Wir sehen ja, dass zum Teil alte, aber auch neue Probleme nicht nur in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch sich auf unserer Plattform widerspiegeln. Und auch wir machen dabei immer wieder Fehler und haben in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht, aber wir lernen daraus. Und wir sehen ja auch die aktuellen Debatten. Hate Speech, Fake News, das sind natürlich auch Riesenthemen, die uns intern massiv beschäftigen und in die wir investieren. Und gleichzeitig sehen wir auch, das haben wir heute früh auch gehört, dass diese
gesellschaftlichen, technologischen Herausforderungen oft nicht gelöst werden durch die simplen, die einfachen, die lauten Antworten, weil die Themen wesentlich komplexer sind. Einfache Schwarz-Weiß-Lösungen, die im Zweifel zu einer Zensur führen. Glauben Sie mir, ich bin im Osten Deutschlands aufgewachsen, ich habe es am eigenen Leib erlebt. Das wollen wir nicht. Diese einfachen Lösungen reichen nicht. Und dennoch müssen wir diese Ängste ernst nehmen und gemeinsam neue Lösungen entwickeln. Aber, und das haben wir heute auch gehört, wir dürfen uns von diesen Ängsten nicht lähmen lassen. Als die ersten Züge in England aufkamen, gab es Petitionen vor dem englischen Parlament. Und doch, wenn viele von uns heute nicht hier wären, wäre es nicht für die Züge, die Autos, die Flugzeuge. Oder viele unserer Jobs, inklusive meinen, würde es heute nicht geben, wären es nicht für diese Revolution, die doch auch in der Vergangenheit immer wieder zu positivem Wandel und zu den Neuerungen geführt haben. Und daher sehen wir viele Chancen. Wir sehen Chancen für uns hier in diesem Raum, für die Unternehmer, für die Investoren. Und auch wir bei Facebook, wir haben uns entschlossen, diese vierte industrielle Revolution als Chance zu begreifen. Wir sind Optimisten. Wir glauben an die positiven Entwicklungen und den positiven Wandel für die Gesellschaft und für die Menschen. Stellen Sie sich vor, heute können Menschen sich gemeinsam verbinden über Kontinente hinweg. Sie haben Zugang zu einer Masse an Informationen wie niemals zuvor in diesem Leben. Es gibt also massive Chancen und wir sollten diese Chancen ergreifen. Oft kommt es mir vor, wenn ich die Diskussion sehe und diese Veränderung im Privaten, im Beruflichen, in der Gesellschaft, dass es viele kleine Baustellenschilder überall sind. Hier wird etwas Neues gebaut. Und das, diese Chancen anzugreifen, diese Revolution, diesen Wandel, der alle Bereiche umfasst, das sollte die oberste Priorität sein. Denn wenn Sie heute eine Bank gründen würden, sähe die nicht so aus, wie dieser alte Bankschalter. Sie würden wahrscheinlich ein PayPal gründen, wo man in Echtzeit Geld überweisen kann. Oder Venmo, das ist eine App aus den USA, wo man, wenn man ein Bierchen trinken war, die Rechnung teilen kann. Oder hier aus Deutschland, Number 26, ein spannendes Fintech-Unternehmen aus Berlin, die versuchen, die Bank der Zukunft zu bauen, indem sie es einfach machen, dass Menschen ihr Konto aufmachen und Transparenz schaffen über die Transaktion und dann an Finanzdienstleistungen ranführen. Oder wenn Sie CEO von einem Automobilunternehmen wären, denken Sie an GM Ford 1908. Wenn Sie heute noch so ein Auto bauen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht wird es eher ein Tesla sein oder ein fahrerloses Auto. Oder wenn Sie überhaupt ein Auto bauen? Oder vielleicht ganz neue Mobilitätskonzepte entwickeln? Denken Sie an die Ubers, Lifts dieser Welt, die ja komplette Branchen revolutionieren. Wenn ich am Weihnachtsabend einen Weihnachtsbaum brauche, gibt es Uber Tree. Die bringen wir dir nach Hause. Welcher deutsche Autobauer würde denn in solchen Konzepten denken? Die haben ja selbst über Jahrzehnte die Kundenbeziehung outgesourced. Da war an das Händlernetzwerk, da war der Kunde ja die Fahrgestellnummer mit dem Auto, was die Fabrik verließ. Und heute gibt es die Uber dieser Welt, die Lifts, die Startups, die angreifen. Und wenn Sie das heute machen würden, würden Sie es zuallererst immer auf dem Handy machen. Sind alle mobil, weil dort die Menschen sind, weil dort die Kunden sind. Und auch für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Auch die sind vor diesem Wandel, vor dieser digitalen Disruption, die sind nicht immun. Das könnte ein Restaurant sein bei mir um die Ecke. Ich habe drei kleine Töchter. Für die unter Ihnen, die ja auch kleine Kinder haben oder mal hatten, wissen vielleicht, es ist nicht immer spaßig, in ein Restaurant zu gehen. Es ist ein großes Abenteuer. Nicht nur das Warten und das Warten. Das Essen auch. Und mir tun immer die Kellner leid, die das Massaker dann beseitigen müssen, wenn wir wieder weggehen. Heute kann ich mir über die Lieferandos, die Foodoras dieser Welt, das gleiche Essen von dem Restaurant direkt nach Hause bringen lassen, wenn ich nicht hingehen will oder muss. Das bedeutet auch einen Wandel für dieses Unternehmen in der Gastronomie, weil die Wertschöpfungskette verändert wird.
Plötzlich ist die Kundenbeziehung bei einer App und nicht mehr bei mir. Oder wenn ich meine Kinder mal alleine zu Hause habe, mache Spaghetti. Die lieben Papas Spaghetti-Soße. So. Das ist aber auch so das Einzige, was ich machen kann. Ich bin nicht der große Koch. Und mittlerweile gibt es die HelloFresh dieser Welt. Die bringen mir nicht nur ein leckeres Rezept nach Hause, sondern gleichzeitig die Zutaten, auch noch abgepackt und gesund. Und ich kann ein richtiges Essen machen. Es gibt also massive Veränderungen in allen Branchen. Das ist nur ein Beispiel hier. Und alle Branchen müssen sich darauf einstellen, dass diese Start-ups komplett die Wertschöpfungsketten verändern. Schauen Sie hier. Nehmen Sie mal an, Sie sind Geschäftsführer einer traditionellen Unternehmen, traditionelle Industrie. Das sind die A's und B's, die Sie hier sehen. Nehmen wir an, Konsumgüter, die Procter & Gambles, Unilevers dieser Welt, die wachsen vielleicht, wenn sie Glück haben, im mittleren einstelligen Prozentbereich. Und jeden Tag kommen die X, Y, Z's, die PayPals, die Ubers, die Lyfts und greifen an, um sie zu disrupten, im Zweifel direkt zum Kunden zu gehen, die Kundenbeziehung komplett umzukrempeln. Jeden Tag werden über 1000 Apps am iOS und Android hochgeladen. Über 1000 neue. Das sind die Startups, die angreifen. Das sind die, die man ernst nehmen muss, die komplett sämtliche Branchen verändern. Das ist nur ein Beispiel für eine Industrie. Das zieht sich durch alle Industrien. Wir haben uns mal angeguckt, was passiert denn da gerade? 1955 kam zum ersten Mal die Fortune 500-Liste auf. 500 Unternehmen. Wir haben uns überlegt, was ist in den letzten 60 Jahren passiert. Von den 500 wurden, das werden die Banker hier freuen, und die, ein Drittel fusioniert oder gekauft. Ein weiteres Drittel gibt es heute gar nicht mehr. Tot. Und wieder die Hälfte von dem Drittel, was übrig bleibt, sind nicht mehr in den Fortune 500 Companies. Das heißt, heute sind nur noch 75 von den 500 ursprünglich in den Fortune 500. Was ist passiert? Die Lebenserwartung damals in den Fortune 500 Liste war 75 Jahre. Heute ist sie bei 15 Jahren. Tendenz fallend. Wir leben in Zeiten der Disruption. Kein Unternehmen ist davor gefeit. Und es sind die Startups, vielleicht ja sogar ein oder zwei hier in diesem Raum, die hoffentlich zukünftig auf der Fortune 500 Liste stehen. Und doch sind wir gerade erst am Anfang. Diese Disruption ist noch einmal komplett anders. Sie haben die Wurzeln in den Bereichen der Mobilität, Konnektivität, Digitalisierung, beeinflusst durch neue Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, virtuellen Realität, Advanced Analytics. Lassen wir auf einige der Bereiche mal näher eingehen. Und das erste muss ich sagen, wir reden ja immer vom mobilen Trend. So als ob der Trend schon hinter uns wäre. Mobile ist der absolut größte Under-Hype, den wir gesehen haben. Wir sind da gerade erst am Anfang. Vielleicht sind wir heute dabei, und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen heute ihr Essen über die Apps bestellen oder ihr Taxi oder schon die Bank machen. Und selbst das ist nur ein kleiner Prozentsatz. Ein kleiner Prozentsatz von der Weltbevölkerung oder auch an den Möglichkeiten zukünftig im digitalen Leben. Es geht gerade erst los. Schauen Sie sich die Zahlen an. Heute gibt es schon mehr Handys auf der Welt als Menschen. Ich habe sogar neulich gelesen, dass die Handys sich in den letzten Jahren, ich glaube, 5-mal so schnell vermehrt haben wie wir Menschen. Wir haben ja vorhin über die Geburtenraten gesprochen. Im Jahre 2030 haben 75% der Weltbevölkerung Internetzugang. Das sind 6,4 Milliarden Menschen. Und ein Großteil davon hier auf dem Handy. Das ist das erste Gerät. Und es wird 1 Billion Geräte geben, die vernetzt sind über das Internet der Dinge. Und das sind nochmal ganz neue Herausforderungen, auch für die Unternehmen. Die neue Komplexität, die riesigen Mengen an Daten.
Es wird unser Leben noch einmal komplett verändern. Und dann der Bereich künstliche Intelligenz. Das ist für einige hier vielleicht ein Hype-Thema, für andere sagen das Zukunftsmusik. Es gibt sicherlich vielleicht einige unter Ihnen, die schon bereits daran investiert haben oder einige Startups, die damit arbeiten. Für uns ist das ein ganz zentrales Thema in allen Entwicklungsbereichen mittlerweile. Und das hier ist nur ein Beispiel. Das ist ein Beispiel für eine Bilderkennungssoftware. Wir zeigen die Computerbilder von Hunderassen. Der merkt sich die und lernt. Bis zu dem Punkt, wo der Computer selbstständig Hunderassen besser erkennt als die Menschen und auch zweifel neue Hunderassen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben ein anderes Beispiel. Es gibt im Newsfeed zum Beispiel heute. Wenn Sie im Newsfeed eine andere Sprache sehen und drücken auf Übersetzen, da ist künstliche Intelligenz dahinter. Weil es nicht Wort für Wort übersetzt wird, sondern die Zusammenhänge, Sinnzusammenhänge, die semantischen Feinheiten. Oder hier bei dem Beispiel, wofür nutzen wir das heute? Das, was wir an den Hunden gesehen haben, die Bilderkennung, nutzen wir schon heute, um blinden Menschen Zugang zum Internet zu geben und ihnen die Bilder vorzulesen. Kann dann heute über die Bilderkennung erklären, was zu sehen ist. Es gibt Bäume, den Himmel, wie viele Likes, Shares natürlich bei uns. Es sind also alles bereits heute schon Entwicklungen, die möglich sind. Oder ein anderes Beispiel. Es gibt auch über die Bilderkennung heute schon Apps, mit denen man Melanom, Hautkrebs mit 99,x%iger Treffsicherheit identifizieren kann. Das ist besser als jedes Facharztauge hier. Und jetzt stellen Sie sich vor, mit einem Tablet oder einem Handy haben plötzlich Ärzte in den entlegensten Winkeln dieser Welt Möglichkeit, Krebsdiagnosen mit solcher Treffsicherheit durchzuführen. Oder hier ein einfaches Beispiel. Wir haben ja auch in unserer Familie, unsere Apps und Services, ja nicht nur Facebook, ja auch Instagram und Messenger, auf Messenger, WhatsApp und andere Themen. Wir haben ein ganz einfaches Beispiel für künstliche Intelligenz. Unser Messenger-Plattform experimentieren wir gerade mit Messenger-Bots. So Bots, das heißt, man öffnet den Messenger und schaut dann, wie man die Kommunikation, sonst Messaging ja immer zwischen zwei Menschen, aber auch die Kommunikation zwischen Menschen und Unternehmen zum Beispiel, effizienter gestaltet. Und das hier ist ein sehr, sehr simples Beispiel. Wir hatten neulich ein Event. Dort hatten wir einen Bot-Rista aufgestellt. Also kein Barista wie draußen, sondern einen Bot-Rista. Lass uns mal einen Kaffee bestellen, um zu gucken, wie das aussieht. So. Ich gehe also in diesen Bot-Rista. Hallo, guten Tag. Möchte ich einen Kaffee? Ja, einen Kaffee. Dann ist die Frage, was möchte ich denn? Was ist denn gerade so in? Cappuccino? Cappuccino finde ich super. Personalisieren? Klar, mal schauen, was heißt das? Sojamilch? Nein, ich mag lieber Vollmilch. Vanille, Karamell? Nein. Lieber einfach nur flat, kein Flavor. So, und jetzt kann ich mir den Kaffee abholen. Ist fertig. Und hoffentlich, wenn ich nächste Mal zurückkomme, hat sich der Bot gemerkt, was ich gern mag. Er soll ja lernen. Und das ist ein ganz, ganz simples Beispiel nur für einen dieser Bots, mit dem wir gerade rumexperimentieren. Es gibt viele unserer Partner, die das auch machen mittlerweile. In den Bereichen, da geht es um Awareness für potenziell neue Produkte oder in Communities, wie engagiere ich diese oder im Callcenter, wie schaffe ich das effizienter zu machen, die Hotlines oder selbst Transaktionen. Ein Beispiel hier ist Call of Duty, Activision. Als sie Call of Duty gelauncht haben, was haben sie gemacht? Im Messenger-Bot konnte man plötzlich mit dem Hauptcharakter interagieren. Hat ihm Tipps gegeben, man konnte mit ihm chatten, also wesentlich interaktiver, um die Kundenbeziehung enger zu führen. Oder KLM,
Und wir haben alle wahrscheinlich die Apps mittlerweile, wo man sich die Boardingpässe runterlädt. Das kann man auch im Messenger machen. Und im Zweifel den Sitzplatz umbuchen. Oder anstatt jetzt in der Hotline zu landen, kann man dort dann über den Messenger, was die Leute ja machen für ihr Messaging, kann man dort im Zweifel auch umbuchen oder auch umgekehrt upsellen und so. Und das ist auch, was Hipmunk macht. Da kann man direkt heute schon Flüge, Reisen und so weiter buchen. Auch das alles sehr, sehr früh. Ich muss ja mal sagen, Vorsicht, das sind auch bei uns alles noch Experimente im Beta, wo wir wirklich erst mal testen, wie sieht denn sowas aus. Aber dahinter ist die künstliche Intelligenz, die lernt zum Teil natürlich noch von Menschenhand, um die Maschinen anzulernen, um dann solche Themen in Zukunft effizienter zu machen. Und Virtual Reality. Wir sprachen vorhin davon. Für viele ist es ein Spielethema noch, natürlich ganz groß im Games-Bereich. Wir haben das vorhin gesehen, auch die Fotos. Wir haben heute, gerade vor kurzem, auf der CeBIT, so eine Partnerschaft bekannt gegeben mit dem Stanford Children's Hospital. Da geht es um Virtual Heart Training Programs, wo Studenten, Ärzte oder angehende Ärzte an diesem Beispiel in der virtuellen Realität lernen können. Angeborene Herzfehler ist eines der größten Krankheiten, Kinderkrankheiten, wenn Kinder auf die Welt kommen. Und dort, in diesen Bereichen, können sie schon mal üben, Operationen üben oder sich das in 3D anschauen. All diese Beispiele zeigen, wir haben einen riesigen Wandel vor uns. Und auch hier haben wir wieder die Wahl zwischen Angst oder Chance. Und wir sind Optimisten und wir wollen als verantwortlicher Partner gemeinsam mit Ihnen diesen Wandel als Chance ergreifen. Und wenn ich mich in dem Raum umschaue und die Gespräche, die ich geführt habe, bin ich mir sicher, dass das eine der spannendsten Herausforderungen auch wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn wir das angehen und diese Disruption, diesen Wandel als Chance begreifen, wir gemeinsam auch sehr erfolgreich werden werden. Vielen Dank.